Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich will euch heute etwas vorstellen, was Hasbro locker besingen könnte mit Ja, ganz richtig. Es geht um den 2023 erschienenen AT-ST mit Chewbacca aus der TVC-Serie. Aber Moment mal, hatten wir davon nicht ein paar mehr? Ja, da hat Kenner bzw. Hasbro ja sehr viele verschiedene Versionen rausgebracht. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch noch ein paar Editionen vergessen habe. Man muss allerdings sagen, dass es von dem AT-ST eigentlich nur zwei Versionen gibt. Nämlich die alte, die auf der Vintage-Gussform basiert, und die neue, das ist die, die ich hier gerade auch vor mir stehen habe. Bevor ich jetzt zum Unboxing dieses AT-ST komme, bringe ich natürlich die Kamera erstmal wieder in eine bisschen bessere Position, damit man mehr sehen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist sie, die Box zum AT-ST und zum Chewbacca. Dass der Chewbacca drin ist, da weist uns natürlich mal wieder dieser gelbe Flatschen drauf hin. Lässt sich natürlich wieder nicht abziehen, war ja auch klar. Das Ganze ist unter dem Return of the Jedi Logo gehalten und tja, es ist eine TVC-Box. Per se nicht schlecht, ne? Was ich schlecht finde, gelber Aufkleber. Was ich an sich auch nicht sinnvoll finde, ist hier unten die nochmal das Bild, dass da Chewbacca und der AT-ST, ich sag mal, irgendwie so dasteht. Ich meine, das sehe ich ja auch hier, ne? Ganz klar. Ja, und ansonsten ist die Box ganz normal gehalten. Ne? Oben sieht man so ein paar Impressionen. Ne? Man sieht auf den Seiten, dass man irgendwie das Cockpit aufmachen kann. Nichts Spannendes dabei. Gut, ich messe die Box mal aus. Ich habe mich ja an mein Maßband gewöhnt. Ne? Und die Box ist breit 26,5 cm. Die Box ist hoch 32,5 und sie ist tief, was haben wir, 12,5. Ne, falls man die ausstellen möchte, jetzt habt ihr die Maße. Gut, damit wäre die Boxbesprechung letztendlich auch abgeschlossen. Viel mehr ist hier nicht dran. Ich mache sie auf und dafür habe ich mir natürlich wieder ein Cutter bereitgelegt. Und dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. So, ich mache ja normalerweise diese Box immer falsch herum auf. Ich habe dazu gelernt, der Flap muss nach oben aufgehen. Wehe, das ist jetzt nicht so. Wir haben hier wieder unsere Anbauanleitung. Und nanu. Ganz schön fest, wenn man das mal sagen darf. Holla. Warum? Und schon haben wir alles. So, Box. Nein, nichts mehr drin. Kann zu. Und ich glaube, ich muss mal für Licht sorgen, weil die Sonne ist gerade draußen weg. Das ist natürlich in dieser Jahreszeit aber ganz schön. Mal eine Wolke, mal keine Wolke. Hat man mal hier ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Licht. Aber es ist ja nicht so, als wären wir nicht vorbereitet. Licht. So, sehen wir wieder was. Gut. Die Box.
so ist das Ganze da drin. Okay, gucken wir mal. Oh, hier haben wir schon die erste Klappe. Und hier werden wir den Kopf haben. Können wir gleich mal auspacken. Und tatsächlich, ja, der Kopf des AT-ST. Das kommt gleich mal wieder zurück. So, was haben wir sonst noch? Hier haben wir die Waffe von Chewie. Kriegen wir die so raus? Ja, kriegen wir. Das ist nicht festgeklebt, das ist okay. Einmal Waffe. Und was haben wir sonst noch so, wenn der Tag lang ist? Ah, okay. Einmal die, tja, was sagt man dazu eigentlich, ne? Na, ich frage Chewbacca nachher mal. Aber das sind, sieht erstmal so aus wie die Gegengewichte für die Armbrust hier. Die müssen wir nachher nochmal anbringen. So, das kann wieder eingefaltet werden und hier rein. Was dann noch fehlt, das kriegen wir so gar nicht darunter. Also, was müssen wir tun? Den Cutter nochmal bedienen. Oh, das kriegen wir hin. Haben wir hier oben einmal noch einen Klebestreifen, den können wir aufmachen. Mussten wir auch. Und hier hinten haben wir auch nochmal Streifen, Klebestreifen. Gehen auch nochmal auf. Und dann sollten wir das Ganze hier durchschieben können. So, was auffällt, kein Chewbacca auf Karte, war eigentlich fast davon überzeugt, dass der auf Karte ist. Aber wie das eben so ist, mit fast überzeugt. Und gucken wir mal, ob wir den hier überhaupt drin haben. Viele bunte Einzelteile. Oh, ein Bein haben wir schon mal. Tja, und siehe da, der Chewbacca ist nicht auf Karte. Er ist lose. Gut. Er spart mir, den im Zweifelsfall von der Karte zu reißen. Was auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber für so einen Kartensammler wie mich eigentlich ja, ein bisschen schade ist. Ne? Man hätte ihn vielleicht auch gerne auf Karte gehabt. Aber okay. Zweites Bein. Na, auf einem Bein kann man nicht stehen. Das wissen auch die Konstrukteure des AT-ST. So, das Ganze kommt zurück. Was haben wir hier? Hier haben wir die Frontkanone. Auch da ist ein Klebestreifen drauf. So, das heißt, dich auch noch mal aufzumachen. Sehr ordentlich verpackt. Da können wir nicht meckern. Gut, das heißt, jetzt geht es ans Zusammenbauen. Ne, eigentlich kann das gar nicht so schwer sein, aber man konsultiere doch noch mal die Einbauanleitung. Und was wir sehen, tja, was sehen wir? Fehlt mir hier etwa etwas? Das ist sehr interessant. Hier gibt es ein Teil. Ich ahne, wo das Teil ist. Ah, es ist in dem AT-ST.
Oh, das wäre ja fast schief gegangen. Gerade wollte ich anfangen zu sagen, hier hat man was nicht hineingepackt, aber doch, es ist da. Blutdruck wieder senken, Herzrhythmusstörungen einstellen. Alles richtig gemacht. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie rum soll es. Das kurze Ende soll in den Kopf des ATST. Na, ob das stimmt, wir werden sehen. Dann soll der Kopf in die Platte rein. Na, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das werden soll. Ist das überhaupt richtig, was wir hier machen? Ich habe hier, ich habe dort. Und die beiden kommen nach vorne. Und dann soll das Ganze hier auch nach vorne. Okay. Ja, solche Geräusche hat man natürlich immer gerne, gerade bei Plastik. Und irgendwie scheint es mir so zu sein, als würde das nicht passen. Und wenn nein, kommt ja immer die Frage, warum nicht? Weil ich das falsch rum reingepackt habe. Okay. Falsch rum ist natürlich immer schlecht. Das sollte dann auch richtig sein. So, das heißt, den haben wir schon mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf der einen Seite diesen Raketenwerfer. Wir brauchen auf der anderen Seite das Geschütz. So, die Frage, die sich stellt, ist, wie weit soll das Ganze da rein? Dann haben wir das Frontalgeschütz. Das alles, was ich hier mache, das war bei den alten Versionen, ja, vorsichtig, nicht abknicken, bei den alten Versionen alles schon vorab von Hasbro gemacht. Das heißt also, das war alles vorinstalliert. Das ist es jetzt nicht mehr. Hat man natürlich wunderbare Möglichkeiten, hier was abzubrechen. Gerade bei diesen Kanonen, die vertragen höchstwahrscheinlich keinen Druck obendrauf. So, und wie kriegen wir das da rein, ohne dass wir das abbrechen? Weil sinnigerweise sind hier oben natürlich auch noch die Gatter. Auch die vertragen keinen Druck. So, jetzt haben wir es aber hier drin. Schon mal schön. Jetzt müssen wir nur noch das wieder zurückdrehen. Ja, so soll es nicht aussehen. Hat es ja im Film auch nicht. Ah, so. Schon viel besser. So, jetzt fehlen nur noch die Beine. Und die Beine sollen. Tja, wie sollen die eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich. So. Das ist Bein Nummer 1. Bein Nummer 2. Das soll so aussehen.
Und das soll so aussehen. So weit, so gut. Nur, was mache ich jetzt mit diesen Sachen? Das ist ja sehr interessant. Ja. Also. Okay. Verstehe ich den? Okay, jetzt verstehe ich es. Auf der Zeichnung sind diese hier dort dran. Das heißt also, dementsprechend müssen diese hier daran. Wahrscheinlich auch in der richtigen. Ja. Ob das mal richtig ist. Na, wir werden sehen. Ich weiß ja nicht. Wenn ich so ganz ehrlich sein soll, finde ich das hier ein bisschen mehr. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte das Hühnchen einen schwerwiegenden Unfall gehabt. So, kann man das Ganze einklappen, angeblich. Klapp ein. Ha! Ja, wenn man das so macht, dann ist es nicht richtig. Das kann man schon sehen. Das irgendwie passt so richtig nicht. Ich mache mal Folgendes. Ich mache das nochmal ab. Das scheint mir nicht richtig, was hier passiert ist. Und es wird auch immer falscher, befürchte ich. Gibt es sowas? Falsch? Falscher am falschesten? Gibt es, glaube ich, nicht. So, also diese Anbauanleitung, die hilft nicht wirklich wahnsinnig viel weiter. Und das Schöne an der Sache ist, wenn man es erstmal eingeschlossen hat, das dann wieder runter zu bekommen. Genau, fällt schon die Hälfte runter. Also wir sehen, so einfach ist es dann doch nicht. Ah, ziehen wir die nochmal da runter. So, wie soll das Ganze werden? Also, kriegen wir die überhaupt nochmal runter? Sieht nicht danach aus. So, was ist mir da abgefallen? Da ist mir das andere Teil da abgefallen. Okay. So, der soll so rum. Der soll so rum. Nehmen wir das mal an, dass das so richtig ist. Dann muss der ja im eigentlichen Sinne, so und genau da liegt das Problem, den habe ich falsch angebaut. Der soll höchstwahrscheinlich eher so da dran. So, so langsam aber sicher, ja, wird da jetzt eher ein Schuh draus. Aber irgendwie passt das immer noch nicht. Irgendwie passt das immer noch nicht. Weil ich weiß ja, dass die Dinger hier vorne, die Schilde, sollen vorne sein. Damit die vorne sind, müsste das Ganze natürlich so rum aussehen. So. Passt das jetzt besser? Vor allen Dingen sieht es auch richtig aus. Und ja, momentan sieht es ganz gut aus. Also bauen wir die hier mal flugs wieder dran. Dann bitte aber auch
richtig herum. Ha! Na, nach nur kaum 2 Stunden funktioniert das Ganze. Also jetzt müssen wir das mal ausrichten, dass der auch steht. Heißt, den packen wir mal nach hinten. Auch den packen wir nach hinten. So. Steht ein bisschen schräg, wenn ich das mal sagen darf. Das liegt aber daran, dass das Ganze hier noch nicht so richtig ausgerichtet ist. Na, das sieht schon besser aus. Das Einzige, was ich jetzt einmal kurz suchen gehen muss, ist das Teil, was hier gerade abgefallen ist. Ich bin gleich wieder da. So, das verloren gegangene Teil habe ich wieder gefunden. Und daran sieht man schon, wenn das so leicht abgeht, war es bestimmt nicht richtig drin. Frage ich mich natürlich, wie weit ich das hier reinstecken soll. Weil so ein Einrastgeräusch gibt es hier nicht. Zumindest nicht mit sanfter Gewalt. Und wenn man sehr sanfte Gewalt hat, dann verbiegt man hier auch ganz gerne mal diese ganzen Kanonen, die hier vorne drauf sind. So, gucken wir das hier nochmal an. Ah, Klack. Na, gut, gut. Das hat sowas Ähnliches wie Klack gesagt. Hoffentlich hat es nicht Knack gesagt. Das wäre jetzt schlecht. So, naja, lassen wir das mal. Hinweis. Festes Plastik. Weiches Plastik. Weiches Plastik. Weiches Plastik. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sich irgendwann verformen wird, liegt wahrscheinlich bei circa 100%. So, jetzt müssten wir den nochmal richtig ausrichten, damit er dann auch richtig steht. Kommt ja noch der Chewbacca dran. Der braucht ja noch sein. Ganz ruhig stehen bleiben. Der braucht ja noch seinen Bowcaster hier. So, gucken wir mal nach. Wie soll der denn da rein? Oh, das könnte auch interessant werden. Ja, wie soll der da dran? Da gibt es im Übrigen keine Anleitung für, wie der da dran soll. Wenn mich nicht alles täuscht, klar, der war hier immer irgendwo vorne. Gehört hier vorne rein. Auch das hier ist weiches Plastik. Und auch das hier ist sehr prädestiniert dafür, alles zu verbiegen. Also das ganze Teil besteht hier aus weichem Plastik. Und ich verstehe nicht so richtig, warum man sowas so macht. Zumal das hier alles schon verbogen ist. Tja. Und wo das Teil hin soll, das weiß wohl Hasbro selber nicht ganz genau. Ja, deswegen haben sie mir das wahrscheinlich auch in 2 Teilen geliefert. Gut, das müsste ich mir dann nochmal angucken. Wie gesagt, eine Anleitung dazu gibt es nicht. Kann man da irgendwie aus diesem Bild schlau werden? Ja, kann man. Respektive, wie soll das denn gehen, meine lieben Freunde? Soll man jetzt echt den ganzen Kram hier auseinanderbiegen, damit dieses Teil
tatsächlich. Die meinen das ernst. Ich zeige euch das nachher im Detail. Dieses Teil soll hier vorne rein. Damit das Ganze aber vorne reingeht, müsste ich den Lauf einmal komplett verbiegen, damit ich die Kugeln dazu kriege. Geht gar nicht. Beziehungsweise, wenn ich das mache, habe ich wahnsinnig hohe Chancen, das ganze Gerät kaputt zu kriegen. Nee, Hasbro. Nee. Das haben wir auch schon mal deutlich besser gesehen. Vor allen Dingen, das hält gar nicht, ne? Wenn ich das jetzt hier vorne reinsetze. Ja gut, halten tut das schon, aber schön. Schön ist sicherlich komplett was anderes. Das kann man jetzt wirklich nur noch so hinhängen, respektive meinem Schuh so über die Schulter hängen. Und dann sollten, na gut, Schulter sieht anders aus, gebe ich zu. Aber, nee, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das stellen wir mal hier hin, brauchen wir im Moment auch nicht. Gut, ihr habt gesehen, das ein oder andere Problemchen, na, ganz so schlimm war es ja nicht, gab es beim Aufbau der Beine. Dass das Teil hier drin war, gut, das konnte man merken, indem man da rumgeschüttelt hat. Der Bowcaster von Chewy, keine gute Idee. Ne? Haben wir schon 1728 Mal besser gesehen. Ich gebe euch mal ein paar Detailbilder und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das ganze Gerät findet. Nach den Detailbildern kommt jetzt erstmal das Fazit. Also, was halte ich von dem ganzen AT-ST mit dem Chewbacca? Punkt 1 ist, ich hätte mir Chewbacca auf Karte gewünscht, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Punkt 2, diese gummiartigen Ansätze, Waffen, die wir hier haben, da kann man sich schon gut vorstellen, wie das im Laufe der Zeit wahrscheinlich verbiegen wird. Oder vielleicht auch porös wird und dann abfällt. Generell lässt sich sagen, das Modell ist natürlich filmgetreuer, hatte ich ja schon gesagt. Ob es jetzt die 120 Euro wert ist, das lassen wir mal dahingestellt sein, weil die Black Series Version, die habe ich hier auch stehen,
Die hat mich 47 Euro gekostet. Original verpackt, direkt von Amazon. Da fragt sich der geneigte Betrachter natürlich schon, warum kostet das Gerät jetzt hier mehr als das Doppelte? Gussform vorhanden, ist dieselbe. Okay, so ein paar Lackierungen hat das ganze Gerät abbekommen, klar. Ein Chewbacca ist mit dabei. Den ziehe ich jetzt aber mal nicht mit 20 Euro ab, weil ist ja nicht auf Karte. Und bei dem anderen AT-ST war auch eine Figur dabei oder mehrere sogar. Generell lässt sich sagen, ja, Modell ist okay. Nein, Preis geht nicht okay. Und dafür, dass ich den ganzen Krempel dann auch selbst zusammenbauen muss, im Zweifelsfall hat man ja schon gesehen, damit eine sanfte Gewalt ran muss, dafür sind mir 120 Euro eigentlich zu viel. Selbst die Box. Die Box ist an sich schön gestaltet, wird aber verunstaltet durch diesen, es ist eine Figur inklusive, es wird verunstaltet durch dieses nochmalige Darstellen, wie das Ganze dann aussieht, wenn man das nicht in Szene gesetzt hat oder in ein Diorama gesetzt hat. Und wir haben sogar noch darauf einen Hinweis, dass das Ganze eine plastikfreie Verpackung ist. Okay, super. Hätte man das Ganze nicht irgendwie mit Aufklebern lösen können, sodass man eine cleane, eine klare Verpackung hat? Oder dass man zum Beispiel Vorder- und Rückseite etwas anders gestaltet, ne? Die Rückseite vielleicht ohne diese ganzen Hinweise, hätte mir tatsächlich besser gefallen. Gut, was lässt sich sonst noch sagen zu der ganzen Geschichte? Grundsätzlich versuche ich jetzt das Ganze hier mit dem Bunker, den hatte ich ja auch besprochen, das könnt ihr euch hier angucken. Das Ganze werde ich versuchen, da hinten reinzubekommen. Nein, da werde ich kein Video draus machen. Höchstwahrscheinlich wird das nämlich etwas länger dauern, diese Box da hinten aufzumachen. Das wird, ich sag mal, einen großen Gefluche und Gezetere enden, das weiß ich jetzt schon. Aber ich denke, wenn da der Bunker drin sein sollte und der AT-ST, dann kann das ganz gut aussehen. Und da werde ich mal ein Short-Video nachliefern, wenn ich soweit bin. Okay, und mit diesen Worten lässt sich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und mit sammlerfreundlichen Grüßen verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss. Dann wollen wir mal gucken, wie wir dich da hinten reinbekommen. Ja, hey, das wollt ihr nicht sehen, wie ich den da reinbekomme. Ihr würdet mich ja nur von hinten sehen. Das macht keinen Spaß. Guckt euch doch lieber hier noch ein Video an und da noch ein Video an. Oder ihr abonniert gleich den ganzen Kanal. Dann entgehen euch auch keine zukünftigen Videos mehr.